Hallo von minimalismus.ch und weiter geht's mit 4M, meiner 4-Schritt-Methode zum Lebensstil Minimalismus. Letztes Mal ging es um das erste M, genau, die mentale Vorbereitung. Heute um das zweite M, das für Minimalisieren steht. Jetzt geht es also ans Ausmisten, Entrümpeln und Reduzieren. Im physischen, deine Anzahl Gegenstände und nicht physischen Bereich. Anzahl Hobbys, Projekte, Ideen, Wünsche und so weiter. Beginne mit den physischen Sachen und sortiere sie nach diesen Kategorien. Behalten, weggeben und unsicher. Schauen wir uns die einzelnen Kategorien genauer an. Behalten. Denk an das Pareto-Gesetz aus einem früheren Video. Zur Erinnerung, ein Durchschnittsmensch hat 10.000 Sachen. Davon sind nur 20% regelmäßig, nämlich zu 80% im Einsatz. Behalte also nur die Sachen, die du wirklich regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, wegen der Weihnachtsdeko, brauchst und oder du Freude daran hast. Da unterscheide ich mich ein bisschen zu anderen Minimalisten, die nur das behalten, was sie brauchen. Meine Meinung ist, dass wenn du Freude daran hast, es eine positive Energie für dich hat, warum sollte es dann weg? Hab aber durchaus den Mut, radikal zu sein und trenn dich auch von Sachen, wenn sie Geld gekostet haben. Aufbewahren kostet nämlich auch. Du musst es pflegen und deine Zeit und Energie opfern, wenn du es behältst. Ist es das wirklich wert? Was ist deine Zeit wert? Und wenn die berühmte Frage kommt, aber vielleicht brauche ich es doch noch einmal. Gegenfrage. Bis jetzt hast du es ja auch nicht gebraucht, oder? Es gibt Studien, die besagen, dass man es in 90% der Fälle tatsächlich nicht mehr braucht. Und wenn die 10% dennoch eintreffen, so beschaffe es dir wieder oder leihe es aus und beschäftige dich dann umso gewissenhafter damit. Hier noch eine Trickfrage, mit der du dich selber überlisten kannst, wenn du unsicher bist, ob es weg kann oder nicht. Würde ich es wieder kaufen? Sei ehrlich, meistens lautet die Antwort nein. Dann weg damit. Es soll auch ein bisschen schmerzen. Betrachte es als Lehrgeld. Behalte beim Entscheiden, ob etwas weggeht oder nicht, auch die anderen Minimalismusgesetze, die wir durchgenommen haben, stets im Hinterkopf. KISS. Weißt du noch? Es unterstützt dich der Gegenstand bei deinem Wunsch, künftig so einfach wie möglich leben zu wollen. Ist es zum Beispiel ein völlig unpraktischer Gegenstand, der sehr mühsam im Unterhalt ist? Parkinson-Gesetz. Behalte ich es nur, weil es in der Schublade oder wo auch immer noch genügend Platz hat? Du erinnerst dich. Unnötige Ausdehnung von Zeit und Raum. Versuch also die Gegenstände immer losgelöst vom Aufbewahrungskörper zu beurteilen. Horror Vacui. Behalte ich es nur, weil ich nicht den Mut habe, Leere auszuhalten? Mission Statement. Behalte deine Werte oder dein formulierter Satz daraus immer im Hinterkopf. Er erinnert dich daran, was dir wirklich wichtig ist, um was es dir im Leben geht, was dein wahrer Motivator ist. Weggeben. Wenn du deine Entscheidungen getroffen hast, gelangt es in diesen Bereich, damit du es verschenken oder verkaufen kannst. Unsicher. Wenn du dich im Moment trotz Trickfrage, Minimalismusgesetze und Mission einfach nicht entscheiden kannst bei einem Gegenstand, kannst du es in eine Kiste tun, die du mit unsicher anschreibst. Sie kommt dann an einen Ort, wo du sie nicht mehr siehst, zum Beispiel in den Keller. Und wenn du innerhalb von einem Jahr nichts daraus vermisst, sollte der Fall klar sein, was du danach mit der Kategorie unsicher machst. Wenn du deine physischen Sachen ausgemistet hast, mach dich an deine Termine, To-Do-Listen, Wünsche, Projekte, Hobbys und behalte auch dort die Minimalismusgesetze im Hinterkopf und vor allem deine Mission. Wenn du mit dem
Minimalisieren in diesem Bereich beginnst. Denk daran, Menschen tendieren dazu, zu viel zu wollen, immer mehr und mehr. Es hat ja noch Platz in der Agenda. Da noch schnell ein paar Termine, hier noch ein neues Hobby probieren, diese Zeitschrift abonnieren, zu diesem Treffen gehen und so weiter. Es ist ganz einfach. Mach grundsätzlich weniger, das dafür dann richtig mit Freude und Energie.